Herzlich willkommen bei Road to Pro. Mein Name ist Kelvin Blessing Obersee. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast bei mir. Das ist mein Papa. Ihr habt ihn jetzt im letzten Video schon kennengelernt. Das ist mein Vater und heute werden wir einmal zusammen reden, bevor ich diese ganze Journey überhaupt anfange. Du bist ein sehr bewundernswerter Mensch. Bis heute hin hast du so viel für unsere Familie getan. Und wenn ich irgendwann so erfolgreich bin, werde ich dir auf jeden Fall alles zurückgeben und immer für dich da sein, Papa. Todesheide fing alles an. Von Todesheide, du hast mich damals, werde ich nie vergessen, damals zum Training gebracht. Warum hast du mich zum Training eigentlich gebracht? Damit ich das verstehen kann. Also bei mir war das immer so, Schule lief bei mir nicht. Das haben wir doch gemerkt. Schule lief bei mir nicht. Ja. Sache ist, das Leben machen, merkt das selber, Kevins Leben ist nur Sports, Fußball, immer gespielt oder als Kind schon. Schule war vor ihm nicht. Oder ein Tag, die Kinder kommen nach Hause, er mir der Bruder sagt, oh, was ist Neger? Neger. Hat er aber geguckt, da habe ich das erklärt. Aber die Sache ist, Schule läuft nicht. Aber wie er gesagt hat, Fußball war vor ihm wie eine Therapie, dass er was anderes machen muss. Da hat er geguckt, oh, ein Club, klar. Man muss anmelden, dann ganze Formular und so, dann lief das nach und nach, wird immer besser, Kevin wird immer belebt. Dann merken wir das, er ist ein Sozialmensch, was besonders ist. Damals mit 1200 drei Kindern aufziehen und dann oftmals seine Probleme immer für sich selbst aufzufressen. Und wie war das für dich? Weil du hast uns immer als Kind immer 50 Cent Taschengeld gegeben pro Tag, hast du immer versucht, auch wenn wir nicht viel hatten. Mein Wunsch ist, ich sage das immer wieder, dass ich das Familie ernähren kann. Die Million habe ich nicht, aber ich bin glücklich. Also 200 Euro bei Bäcker gearbeitet, das war besonders, aber Jobs gemacht auch, Nebenjob, du hättest Vermittlung hin und her. Ich habe das Motto, when you have God, you have everything und your family ist dabei. Eine Sache werde ich nie vergessen. Borussia Mönchengladbach Probetraining. Ich habe abgesagt, ich habe Absage bekommen. Weißt du noch, damals, Gladbach hat mir abgesagt. Und ich war hier im Wohnzimmer und ich sah so, ich habe geweint. So, Kelvin, alles mit deiner Zeit. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Aber wie fühlt man sich als Vater in dieser Zeit? Ja, ist klar, als Vater, man fühlt sich nicht so gut, aber die Hoffnung ist nicht verloren. Ne? Ist ein Beispiel, auch Borussia Mönchengladbach war schon ein bisschen weit. Ist noch eine Grenze in Niederland. Und, ja. Absage kommt oder man hat es geschafft. Es ist schwierig, als Vater ist klar, aber ich bin ein Erwachsener, musst du der Hoffnung so das Kind geben. Er ist noch jung. Kelvin hatte lange Depressionen. Wie hast du damit umgegangen damals? Kelvin saß ja lange in seinem Bett, hat nichts gemacht, hatte Geldprobleme. Und was hast du in dem Moment gedacht? Also, was war für dich diese Zeit? Wenn ein Weg zu ist, kommt wieder der andere. Du verlierst die Hoffnung. Auf den Kelvin, komm jetzt. Der Rob. Man sagt, der Knie war kaputt, die NFL, die Knie waren nicht kaputt, war viel zu viel Problem. Ich bin überall hingefahren. Ganz sauer war von der Depression, ganzes Problem. Als Vater, man macht über Sorge über das Kind. Kevin war fast obdachlos in Irland. Wahrscheinlich wirst du die Zeit auch nicht vergessen. Wie hat sich das angefühlt, dass dein Sohn an Weihnachten dich angerufen hat, weil er 100 Euro brauchte zur Weihnachtszeit? Meine Aufgabe als Vater und er sagt immer wieder, ich bin Chef zu Hause, ich bin kein Chef. Ich vor die Kinder sorge, ist klar. Kevin wollte deine Erfahrung machen. In Irland, seine Spirit, seine Vater. Ich hab das gerne gemacht, kein Problem. Ihr wart wirklich in halb Deutschland, ihr habt Weltreisen gemacht. Du wirst nie vergessen, Rot-Weiß-Oberhausen sind wir hingefahren. Voller Schwitze mit deinem Mercedes, den du dir unbedingt kaufen wolltest. Würdest du sagen, es war eine schöne Zeit, Papa? War eine super Zeit, kann man sagen. Weil für mich ist immer besonders, wenn ich meine Familie bin. Wir haben Spaß gehabt. Dieses Oldtimer Mercedes. Naja, sitzt im Auto selber zusammen, du fährst das Auto. Im Sommer, weiß nicht, Mercedes, keine Klimaanlage, keine Ahnung. Du bist einfach gekocht, bist am Schwitzen, bist verrückt, aber doch, hat Spaß gemacht. War super. Wir haben nur Fest gemacht, wir haben gegessen, gegrillt, das war super. Mit Andrea, der Trainer, mit der Frau, mit der Sohn, Michael, war besonders. Fußball war mein Leben, du warst bei jedem Spiel, bei jedem Training. Mama hat immer gebetet für uns, war immer für uns da. Und eine Sache werde ich nicht vergessen, Mama hat immer gesagt, Kelvin wird eines Tages ein großer Star. Du hast mich früh rausgelassen, du hast mir früh einfach gezeigt, dass das Leben nicht einfach ist. Und das ist kein Geld der Welt kann mir das geben, was du mir gegeben hast, Papa. Das will ich ganz klar sagen. Kein Geld der Welt kann mir das geben, was du mir gegeben hast. Deine Weisheiten, dein Mindset, dein positives Ich, sogar wenn du kein Geld hattest, Papa, hast du diese Familie immer unterstützt. Viele Leute beschweren sich wegen Kleinigkeiten, aber das, was du gemacht hast, das ist harte Arbeit. Eine Familie, an der drei Kinder mit 1200 Euro, das ist mein Respekt und das bewundere ich. Und deswegen bin ich heute so, wie ich bin. Ich wäre nicht KBO, Kelvin Blessing Obersee, ohne deine Motivation, ohne dein Mindset, ohne deine Persönlichkeit. Ich danke dir für alles. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Danke dir. God bless you.
Ich danke dir bis heute noch, dass du immer hinter mir stehst und dass du bis heute noch... Ich werde die Familie quasi aus der Armut rausholen, dass sie nie wieder aus Afrika dieses arme Leben führen. Und das ist immer mein Ziel. Nur Gott weiß, wer ihr werdet. Papa und ich haben uns eine Geschichte geschrieben. Ihr seid die Einzigen, die eure Geschichte schreiben können. Merkt euch das fürs Leben. Danke dir, Papa, für deine Zeit. Dankeschön. God bless you. Ich danke dir für alles, was du gemacht hast, Papa. Danke. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick. Das ist Folge 3, Road to Pro, Vater und Sohn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace out. Did it again, got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on 10.